fahren jetzt in die Stadt. Nein, nein, nein. Und ich dachte mir, ich nehme euch das mal mit. Glasboot auf diese Inseln da hinten. Ihr werdet sie dann später besser sehen. Ja. Wir fahren jetzt mit dem Boot auf diese Inseln da hinten. Mittlerweile zurück vom Meer. Ich wollte jetzt die Rückfahrt nicht so filmen, weil ich ein bisschen traurig war, weil es war wirklich eine schöne Zeit. Ich habe jetzt zwar nicht so viel gefilmt, weil ich hatte jetzt nicht so viel Lust zum Filmen, weil ich habe die Zeit einfach genossen. Ich war Massage und dann waren wir zweimal in so einem Restaurant außerhalb der Stadt, so 15 Minuten mit dem Auto, mit dem Besitzer vom Apartment und mit seinem Sohn, meine Eltern, mein Bruder und ich. Mein Gott, das Essen dort. Einmal habe ich Rumpsteak und einmal Beefsteak gegessen. Und ich hatte noch nie so ein Hammerfleisch gegessen. Also es war wirklich Hammer. Am Strand wusste ich jetzt nicht, was ich so filmen soll. Und in der Stadt, wir waren zweimal habe ich vergessen, die Kameras mitzunehmen. Bin immer noch in Kroatien, in der Nähe von Slavonski Brod, wer sich da so ein bisschen auskennt. Also in der Stadt Nova Gradiška, in einem Dorf namens Dolina. Ich muss nur über die Straße gehen, dann ist das so ein Fluss namens Sava, auf Deutsch Save. Und über den Fluss schwimmen, dann bin ich schon in Bosnien. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was ich da alles so filmen werde, aber also die Stadt vielleicht. In mein Dorf, das ist glaube ich jetzt uninteressant und ja, Bosnien werde ich nicht viel filmen, ich hier, also bei Oma und Opa bin ich
drei, vier Tage. In Bosnien bin ich ja nur 2 Tage und das ist halt wenig. Und da werde ich meine Verwandten besuchen, Friedhof fahren, gehen. Und ja, ich werde euch aber dort das beste Eis der Welt zeigen. Weil das Eis dort, oh mein Gott, ich bekomme jetzt schon Gänsehaut, wenn ich an das denke. Und ja, ich freue mich schon mega. Und ich bin mega müde. Man sieht es auch, ich war gerade duschen, weil 40 Grad. 40 Grad, jetzt sind lebensbedrohliche Hitzen hier in Kroatien und also hier, wo ich gerade bin, sind 1000 Mücken. Das Einzige, was wirklich hilft, ist Zitronensaft, also von einer so frischen Zitrone. Ich werde euch dann auch meine Hunde zeigen, 3 habe ich, meine Tauben und ja, dann habe ich 7, 8, 9 Katzen. Keine Ahnung wie viel, aber ich werde die alle nicht filmen können, weil die irgendwie immer alle verstreut sind. Ja, es ist ziemlich heiß, ich weiß nicht, wie ich schlafen soll. Ich gehe jetzt noch ein bisschen runter zu meiner Family. Jetzt nach Bosnien. Es ist Mittwoch, der 22. Und ja, ich melde mich dann drüben. Also, wir sind jetzt in Bosnien und das ist das beste Eis. Ich filme jetzt wieder mit meiner Handykamera, weil ich die andere, die kleine, in Kroatien vergessen habe. Ich weiß, ich bin ein Opfer. Und ja, ich bin gerade aufgestanden. Jetzt gehen wir dann gleich shoppen und ja, gestern war es cool, also wir waren Friseur und dann Eis essen wir gesehen habt oder vorher haben wir noch gegessen und so und ich habe mich so mit Kebab vollgestopft, dass ich danach Bauchweh bekommen habe, aber es waren so mega lecker, so saftig und oh. Und dann haben wir noch, dann habe ich auch noch Melone gegessen und dann wieder ein Eis und dann dachte ich, ich sterbe, weil ich so vollgestopft war. Und ja, ich sehe irgendwie mega müde aus, obwohl ich lange geschlafen habe. So 11 Stunden. Naja, ich habe hier zwar Schweine, Kühe, Hühner, Katzen, aber ich glaube, das interessiert keinen, deshalb filme ich sie auch nicht. Vielleicht mache ich in diesem Follow Me Around, wenn ich wieder in Kroatien bin, wenn ich dort shoppen war, dann mache ich vielleicht so einen gesammelten Haul vom ganzen Urlaub, aber ich kann euch da die Preise dann nicht mehr sagen, weil da muss ich das alles in Euro umrechnen. Und ja, ich zeige euch dann einfach alles. Es ist jetzt, glaube ich, nicht allzu viel, aber schon etwas. Und ich bin irgendwie mega müde, obwohl ich mega lang geschlafen habe. Sie haben voll gerade so, sie ist so, keine Ahnung, so ein Chinese, oder? Ja, keine Ahnung. Also jetzt zeige ich euch meine Tiere. Das ist Rex, ein deutscher Schäferhund. Er ist 4 Jahre alt und ich liebe ihn. Okay, haben wir jetzt nicht. Er ist 5 Jahre alt. Und ja. Er liebt es, am Arsch gekratzt zu werden. Das ist sehr komisch. Garfield. Garfield. Ich liebe seine Augen. Ist Puma. Er ist mega faul, aber so süß und sehr gierig. Er frisst den anderen Katzen alles weg. Da ist Lilly, die Schwester vom Garfield. Und da ist Timmy. Er ist auch mega süß. Er ist 15 Jahre alt, also mega alt. Von Ariane, der Spitzname ist auch Ari. Der heißt Gago und ist auch schon mega alt, aber der ist nur am Kämpfen und am Schlafen. Der heißt Benke, sie ist auch mega süß. Da seht ihr noch eine andere Katze. Sie heißt Clara und sie ist auch mega süß. Sie ähnelt der anderen Katze, die Benke heißt.
Und ja, und da ist wieder Garfield. Und die könnten eigentlich den ganzen Tag nur essen. Und die anderen Katzen, ich habe ja 8 Katzen. Und aber ich habe jetzt nicht alle filmen können, weil ich nicht alle finde. Aber egal. Ah, oh, hier seht ihr noch eine Katze. Sie heißt Emma. Sie wurde mal vom Auto zusammengefahren. Und deshalb hat sie jetzt so einen schiefen Kopf. Aber ich mag es nicht. Also hier sind bei uns im Stall so Babyvögel. Ich weiß nur, wie sie auf Kroatisch heißen. Osterwitze, die sind dann so schwarz-weiß und die sind mega süß. Man sieht sie jetzt ein bisschen. Oh. Und hier sind meine Tauben. Ich habe 14 von denen und die sind mega süß, aber die fliegen irgendwie nie weg. Die sind immer hier. Und jo. Die sind voll cute. Und dann, wenn sie noch gehen, pusten sie sich auch. Irgendwie voll lustig. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie die hier im Hof herumgehen, aber irgendwie habe ich sie nie gefilmt. Ja, wir gehen jetzt an den Fluss und ich nehme euch mit, weil ich habe gesagt, das ist gleich über die Straße. Und das ist unser Garten. Wir haben hinten auch noch einen. Ah, das ist da mit Blumen. Also das ist jetzt unser Haus. Und da sieht man jetzt schon den Fluss. Also hier ist irgendwie alles ausgetrocknet. Sieht einfach komisch aus, aber ja, kann man nichts machen. Also das Wasser ist hier mega warm. Und ja, das ist jetzt der Fluss Sava. Und das da, was ihr seht, das ist jetzt schon Bosnien. Also kann man rüber schwimmen. Also wir gehen dreimal am Tag hier schwimmen, also meine Hunde. Aber der Alte da nicht, der geht nur einmal am Tag, weil der kann nicht. Also jetzt seht ihr, wie mein Rex spielt. Da könnt ihr den ganzen Tag so springen. Ich glaube, der wäre ein guter Tormann. Da seht ihr diese vielen kleinen Fische. Die kommen einfach und knabbern so an den Füßen. Ich finde das mega witzig, weil das kitzelt voll. Ich bin gerade beim Video schneiden und ich weiß wirklich nicht, wann ich fertig bin, weil es ist so viel. Ich bin erst jetzt mit dem Teil von Frequenza fertig geworden, obwohl ich auch noch am Meer geschnitten habe und oh mein Gott. Ich hoffe, ich werde bis Montag fertig. Wenn ich in Österreich bin, das wird eine lange Nacht, weil heute ist mein letzter Tag. Es ist mittlerweile schon 4 Uhr und ja. Morgen, also Sonntag, Vormittag fahre ich und dann bin ich am Abend dort, also wieder in Österreich. Ich will nicht, das war voll schön. Ich bin einfach voll müde, obwohl ich länger geschlafen habe. Ich war vorhin am Fluss und dann war ich und mein Opa noch mit dem Fahrrad unterwegs. Also wir sind zu unserem neuen Haus gefahren. Also wir bauen noch ein Haus. Ist halt fast fertig. Nicht fast. Wir haben dort schon Strom und Wasser und wir brauchen halt noch Möbel und Fliesen und so. Ich bin voll müde, aber ich will nicht schlafen gehen und mein Akku ist gleich leer. Oh mein Gott. Also ich bin ungefähr vor einer Stunde wieder angekommen, also hier in Österreich. Es ist einfach voll komisch, wieder hier zu sein. Und dann waren wir halt noch in Zagreb, also meine Tanten da besuchen. Also da waren wir so 1-2 Stunden. Ich bin mega müde. Ich sehe auch mega müde aus, auch mega kacke und keine Ahnung. Ich wollte ja die eine Stadt da filmen in Nova Gradiška. Und dann am letzten Tag war ich halt mein Opa und da habe ich es auch nicht, wollte ich es filmen, aber habe es nicht filmen können. Weil es angefangen hat zu regnen. Aber guys, ich sehe nichts so Besonderes. Sorry für die Hintergrundgeräusche. Mein Bruder schaut gerade Fernsehen. Es war halt mega, mega schön. Also diese 2 Wochen. Und ja, schade, die sind voll schnell vergangen. Schade, dass sie nicht länger gedauert haben.
viel gefilmt und auch nicht allzu viele Bilder gemacht, aber ich habe es erlebt und das reicht mir eigentlich schon. Jetzt kommen dann wieder Videos mit mir und Ariane. Also das waren jetzt meine 2 Wochen Urlaub. Die 2. Woche, die ist jedes Jahr so, also Kroatien und Bosnien, das ist Standard und ich bin auch froh, dass es Standard ist. Und ja, vielleicht fahren wir nächstes Jahr auch wieder nach Sequenza. Wir wissen es noch nicht, beziehungsweise ich weiß es noch nicht, weil ich plane es ja nicht. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist zwar kein gutes Follow Me Around geworden, beziehungsweise sehr gutes, weil es ist mein erstes Follow Me Around und in Sequenza habe ich nicht so viel gevloggt. Also ja, ich habe eigentlich fast gar nichts geredet. Und das würde ich beim nächsten Follow Me Around besser machen und ja. Ja, es ist halt das erste Follow Me Around, das kann nicht perfekt werden. Danke für die 500 Abonnenten. Für euch ist es vielleicht nicht so eine große Zahl, aber für mich und Ariane schon. Also für uns, oh mein Gott, 500, jetzt sind es 540 und es geht voll schnell. Also das ist jetzt ein etwas anderer Haul. Ich zeige es euch so, weil ich muss noch das Video schneiden und ich habe jetzt keine Zeit. Gut, diese Schuhe habe ich von meiner Oma bekommen. Wie gesagt, ich kann euch die Preise nicht sagen, weil ich alles bekommen habe und ja. Dann habe ich diese Tasche bekommen. Ich finde die auch mega süß. Und dann diese Statement-Kette. Jetzt habe ich Flash-Tattoos bekommen. Irgendwie ist die Hälfte vom Haul weg. Jetzt muss ich ihn halt nochmal drehen. Habe ich so eine Tasche bekommen. Make-up-Täschchen, also Kroatien-Style, Šahovnica. Dann habe ich mir mehr diese mega süßen Sandalen gekauft. Ich liebe diese Goldakzente mit den Strasssteinen. In Bosnien habe ich mir nur eine Hose gekauft, weil ich und meine Mama wollten shoppen gehen, aber mein Dad hat keinen Bock, der wollte Kroatien, deshalb habe ich mir nur diese Hose gekauft. Egal, nächstes Jahr kaufe ich mir mehr. Dann habe ich dieses mega, mega, mega süße Kleid von meiner Oma bekommen. Die Streifen sind dunkelblau. Auf dem Bild sehen sie aber so schwarz aus. Dann hat mir meine Oma auch diese Ohrringe gekauft. Die sind auch voll cute. Dann habe ich mir in dem einen Pinselreiniger von Ebeling gekauft. Endlich, weil hier, wo ich wohne, gibt es das eigentlich nicht. Und das ist halt mega kacke. Und jetzt habe ich mir ihn gekauft. Ich bin jetzt mega happy. Und diesen Nagellack habe ich beim Magazin dazu bekommen. Oh ja, ich hoffe, das sind jetzt alle Sachen. Mir kommt vor, dass ich irgendetwas vergessen habe. Das waren jetzt alle Sachen. Das waren jetzt, glaube ich, alle Sachen. Ich weiß nicht, ob ich etwas vergessen habe. Und ich habe halt für meine Freundin noch ein Geschenk gekauft. Das zeige ich jetzt nicht, weil ich habe sie noch nicht gegeben. Also das ist, soll eine Überraschung werden, Geburtstagsgeschenk. Ariane habe ich halt noch diesen Magnet da gekauft. Was macht der? Digga. Oh mein Gott, meine Katze leckt meine Sandalen ab. Seht ihr das? Was ist da nass? Tiger! Ich habe keinen Plan, was das jetzt sein soll. Wollte meine Sandalen putzen. Ja. Oh, jetzt sieht man hier auch schön diese Strasssteine und das Gold. Und ich finde das mega schön. Danke fürs Zusehen. Hi, tschüss.